Nils Wilker ist heute bei uns. Der hat als Jazz-Trompeter schon alles abgeräumt, was es an Jazzpreisen gibt. Aber er bleibt nicht in den Grenzen des Jazz. Absolut nicht. Hier in dieser CD steckt nämlich Hip-Hop und Jazz drin. Das ist eine großartige Kombination. Es klingt ganz besonders und ist eine schöne Idee, einfach mal über diesen Jazz-Tellerrand auf die Art und Weise drüber zu gucken. Ne? Genau. Nils Wilker heute bei uns im AD Morgenmagazin. Nils Wilker, Star-Trompeter, Komponist, einer der innovativsten der europäischen Musikszene. Mit 16 als Austauschschüler in den USA entdeckt er den Jazz für sich. Sein weicher Sound wird zu Nils Wilkers Markenzeichen. Seine Musik entwickelt sich ständig weiter. Jazz oder Pop? Bei Nils Wilker verwischen die Grenzen. Mit Sänger Mats Mutzke zum Beispiel nimmt er Popsongs wie diesen auf. On, sein neues Album, ist eine Fusion von Jazz und Hip-Hop. Diesmal dabei Rapper Materia. Weil all die Steckdosen besetzt sind. Kaffee auf dem Laptop, Risse auf dem Flatscreen, Staub auf der Bombe. Nils Wilker ist bei uns. Schönen guten Morgen, Nils. Guten Morgen. Das ist ganz spannend zu sehen, auch in dem Video gerade, wie du da so auch so sitzt. Ne? Das ist, also so habe ich dich jetzt auch noch nicht gesehen in so einer Kombination. Was ist das Besondere für dich daran zu sagen, Jazz und Hip-Hop, das packe ich jetzt zusammen? Also die beiden haben für mich erstmal schon einiges gemeinsam. Also Jazz ist so die Grundlage von Hip-Hop und die Grooves, also da gibt es schon Verbindungen. Mhm. Und für mich war es einfach spannend, so diese für mich neuen Sounds, mal so Elektro-Samples, Beats irgendwie mit meiner Art zu komponieren, zu kombinieren. Und außerdem so im Hip-Hop, da werden ja oft so Sachen zusammengeworfen, die vermeintlich nicht zusammengehören. Es gibt oft so eine schöne Collagen-Ästhetik, da hatte ich auch Lust drauf. Oh, ein schönes Wort. Und hast du Materia zum Beispiel schon vorher privat gehört und dann irgendwann gesagt, der muss es sein, den rufe ich an? Ja, genau. Also es war so, dass ich mir Hilfe holen wollte schon bei der Produktion und die Crowds, das sind die Produzenten, die auch seine Alben gemacht haben, mit denen habe ich dann zusammengearbeitet. Ich habe dann auf Materias Album 2 Stücke gespielt und so im Gegenzug hat er sich revanchiert. Mhm. Ist es eigentlich so, dass man Jazz mit allem kombinieren könnte? Also könntest du dir auch Schlager, Klassik, sonst noch was vorstellen für Nils neue Wilker Alben? Nils Wilker und Helene Fischer. Gute ja, Frage. Auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber also ich glaube, man kann zumindest alles ausprobieren. Mhm. Also möglich wäre es. Aber man muss halt, also an Schlager habe ich jetzt persönlich noch nicht gedacht. Aber ja. Wenn es soweit ist, hast du es hier entstanden, die Idee. Ne? Möchten wir einmal so hinten vermerkt werden. Ihr bekommt den Credit dann. Auf den CD-Cover bitte danke ans ARD Morgenmagazin. Wir hören mal rein in die neue Platte. Und zwar hören wir Never Left at All. Quiet every time it's loud. If I'm at my best or if I'm crawling on the ground, you know I'll never. Also aus dem Album On kann man einen Eindruck gewinnen, wie gut sich das kombiniert. Du bist aber nicht nur, nein, eine Sache müssen wir vorher erklären, bevor wir auf den Berg gehen mit dir. Du hast nicht die klassische Trompete mit dir hingebracht. Nee, ne? Genau, auf dem Stück habe ich Flügelhorn gespielt, das ist das Flügelhorn. Nimm es ruhig mal hoch, damit man das sehen spielt kann. Sich, spielt sich ähnlich wie eine Trompete, es klingt aber ein bisschen weicher, ein bisschen dunkler und für manche Stücke fühlt sich das einfach besser an. Sehr schön. Wir freuen uns. Nach einer Stunde gibt es das ja live. Aber jetzt wollen wir noch mal auf eine andere Seite von dir gucken. Du bist nämlich, wenn du nicht trompetest, sehr gerne in den Bergen unterwegs. Sehen wir auch hier irgendwie in den Gipfeln? Ziemlich weit oben, möchte man sagen. Das sieht richtig hochalpin aus. Ja, genau. Das ist so die Nähe des Mont Blancs. Und für mich ist das einfach ein super Ausgleich. Also, und Inspirationsquelle auch. Ich bin einfach gerne mal da unterwegs, ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Und, boah, das ist ja der Hammer, dieses Foto. Ja, das ist Mont Blanc Südwand, so kurz vorm Sonnenaufgang. Kurz vorm Absturz. Ja, aber es sieht heftig aus. Genau, aber es ist halt kurz vorm Sonnenaufgang. Das ist halt einfach, das sind unglaubliche Momente. Also man klettert dann erstmal im Dunkeln los und ja, man fühlt sich ziemlich klein da oben. Keine Angst um die Hände? Nee, also ich passe schon auf, ja. Aber irgendwie, ich denke immer so, ja, man muss auch ein bisschen was erleben, um was erzählen zu können. Also. Und keine Angst ums Leben auch selber? Also so ein bisschen kribbelig, wenn man da oben steht? Also wenn ich naja, also ich meine, also Respekt vor der Situation hat man schon und man ist halt total konzentriert. Das ist auch irgendwie
Teil des Charmes, dass man also mit dem Kopf ganz da ist. Und es ist aber einfach, ich gehe da nicht hin, um die Gefahr zu suchen, sondern so dieses Gefühl, eigenverantwortlich, aber unterwegs zu sein, aber der Situation halt Herr zu sein, das ist schon gut. So. Komm zu uns. Genau, die beschwörenden Hände gelten einem besonderen Gast, den wir heute haben, nämlich Max Mutzke ist da. Und das Schöne ist, hallo, Nils. Ihr seid befreundet. Und nein. Arbeitet aber trotzdem. Aber ihr werdet befreundet sein nach dieser Sendung, weil ihr singt in einer Stunde zusammen. Genau. Spezialversion fürs ARD-MOMA. Absolut. Also ja, Max ist ein guter Freund und genau. Springt heute ein. Springt ein. Genau. Ich habe Max angerufen und er hat nicht gezögert und das ist ganz toll. Ja, ich freue mich voll. Also das ist natürlich lustig, wenn man mal auf der Bühne steht und es nicht um mich geht. Weißt du, das ist was Besonderes. Und der Song, den wir spielen, Never Left It All, ist wunderschön. Und von Rob, der ihn quasi singt, im Original auch so geil gesungen. Ich bin eigentlich fast schon stolz, da jetzt hier dabei zu sein. Und man hat so gar nicht, keinen Druck, weißt du? Das geht nicht um mich. Und du hast Veröffentlichung morgen. Genau. Deine Karriere geht morgen den Bach runter und meine ja nicht. Deswegen. Nils Müller hat ein neues Album und ja. Max Mutzke ist heute mit dabei. Das wird der Hammer, ja. Cool. Danke für die Variante gleich bei uns. Wir freuen uns drauf. Auf jetzt der Sport. Nils Müllke, einer der bekanntesten deutschen Jazz-Trompeter, ist heute Morgen bei uns. Und als wir die Musik gehört haben, habe ich schon so gedacht, das ist genau das, was man eigentlich für so einen Sommerabend braucht. Eine Kombination aus Jazz und Hip-Hop. Er hat einfach mal gesagt, ich mische neu, denn ich gucke gerne über den Tellerrand meiner eigenen Musik hinaus. Heute Morgen mischt er noch mehr. Er hat nämlich auch noch Max Mutzke mitgebracht. Die beiden gleich live bei uns. Nils Wölker, Star-Trompeter, Komponist, einer der innovativsten der europäischen Musikszene. Mit 16 als Austauschschüler in den USA entdeckt er den Jazz für sich. Sein weicher Sound wird zu Nils Wölkers Markenzeichen. Seine Musik entwickelt er ständig weiter. Nils Wölker liebt es, musikalische Genregrenzen zu überschreiten. Sein neues Album On ist eine Fusion von Jazz und Hip-Hop. Never Left It All ist der Song, den wir gleich hören werden. Und Nils, du hast dir Max dazugeholt. Genau. Weil du quasi einen Personalausfall hattest, sozusagen. Ganz genau. Ich habe Max dann angerufen und er hat sofort Ja gesagt. Und es ist toll, ihn hier zu haben, weil Max macht das eh immer großartig. Besondere Herausforderungen mit ihm zusammen? Keine. Gar keine. Es ist so schön. Nein, es ist wirklich so, es macht so einen Spaß. Und mit den Jungs auch im Hintergrund, die wir alle lange kennen, Simon, Achmin und Mike, das ist einfach schön, mit den Jungs auf der Bühne zu stehen und vor allem diesen Song singen zu dürfen. Mir gefällt er sehr. Wirklich ein unglaublich schöner Song. Dann hören wir jetzt rein. Ich lasse euch, wenn ihr euch so sehr mögt, möchte ich auch nicht zwischen euch stehen. Sunset slowly sails away, memories of your prevail, tied to something distant, one foot on the door. Ask me if I'm made for this, I smile and tell you sure. And while the crowd carries all that moves away, memories of your prevail. So I tell myself that everything is falling place. If I make myself go and run the wildest chase, I can stop to fall, passing through the past that's gone. Even though you never left it all.
quiet. Every time is loud. If I'm at my best or if I'm crawling at the ground, you know I never let you slip away. Memories of your prevail. So I tell myself that everything will fall in place if I make myself go and run the wildest chase. I can stop to fall, passing through the past that's gone. Even though you never left at all. Sensationell, Nils Wilker. Das neue Album kommt morgen raus. Und das war jetzt sozusagen die Sonderedition. Müssen wir noch eine kleine CD hinten dranhängen, nur fürs ARD Morgenmagazin zusammen. Total, Max, danke, dass ihr heute bei uns wart. Sehr gerne, sehr gerne. Eigen.